Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zurück auf unserem YouTube-Kanal Hetman Software. Erfahren Sie, wie Sie Daten aus einem abgestürzten RAID-Array aufgrund eines ausgefallenen Dell Pairs H3 SAN Controllers wiederherstellen können. Wie Sie Daten von SAS-Laufwerken wiederherstellen können. Der Controller ist eine Schlüsselkomponente bei der Organisation und Verwaltung Ihres RAID-Arrays und wenn er ausfällt, kann dies schwerwiegende Folgen haben. Wenn der Controller ausfällt, verliert Ihr Array an Funktionalität und Datenverfügbarkeit. Mögliche Ursachen für den Ausfall eines Controllers können vielfältig sein. Hardware-Ausfälle, Beschädigungen, Fehlfunktionen oder sogar Fehlkonfigurationen. Dies kann dazu führen, dass Sie den Zugriff auf wichtige Dateien, Dokumente oder Medieninhalte verlieren. Wenn Sie auf ein solches Problem stoßen, sollten Sie nicht verzweifeln, denn es gibt Methoden und Tools, die Ihnen helfen können, das Problem zu beheben und den Zugriff auf Ihre Daten wiederherzustellen. Im Folgenden werden wir einen Blick auf den Fall werfen, in dem Probleme aufgrund eines ausgefallenen Dell Pairs H3C Controllers auftreten und wie man Daten von einem abgestürzten RAID wiederherstellen kann. Wir haben also alle Schritte durchgeführt und sind sich hundertprozentig sicher, dass es am Controller liegt. Wenn es nicht der Controller ist, der das Problem verursacht, funktionieren die folgenden Anweisungen für jedes Szenario mit Festplattenverlust. Um ein allgemeines Verständnis des Wiederherstellungsprozess zu erlangen, sehen wir uns an, wie man ein RAID auf diesem Gerätetyp erstellt. Bei der Erstellung des Festplatten-Arrays werden wir uns die Einstellungen ansehen, die während des Wiederherstellungsprozesses erforderlich sein können. Um ein RAID zu erstellen, müssen Sie das BIOS des Controllers aufrufen. Drücken Sie bei diesem Modell die Tastenkombination STRG+R. Nach der Initialisierung der Hardware wird das BIOS-Fenster geöffnet. Hier sehen Sie auf der Registerkarte Virtual Device Manager die angeschlossenen Laufwerke. Um ein neues Array zu erstellen, drücken Sie F2 auf Ihren Tastatur. Wählen Sie dann Neues Video erstellen. Wählen Sie im daraufhin angezeigten Fenster des Virtual Disk Manager einen RAID-Level aus. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten und drücken Sie die Eingabetaste und die Tabulator-Taste. Drücken Sie die Leertaste, um ein Häkchen neben dem Laufwerk zu setzen. Wählen Sie eine Ebene, wählen Sie Festplatten aus, geben Sie einen Namen für die virtuelle Festplatten an und legen Sie bei Bedarf weitere Optionen fest. Notieren Sie sich Ihre Array-Einstellungen, die Sie diese später im Wiederherstellungsprozess benötigen könnten. Gehen Sie zur Bestätigung auf die Schaltfläche OK und drücken Sie die Eingabetaste. Es wird ein Fenster angezeigt, in dem Sie gewarnt werden, dass alle Daten auf dem Laufwerk gelöscht werden. Daraufhin beginnt der Initialisierungsprozess. Wenn er abgeschlossen ist, starten Sie das System neu. Ihr RAID ist nun einsatzbereit. Nachdem wir nun die RAID-Parameter erstellt und gespeichert haben, wollen wir uns nun der Wiederherstellung zuwenden. Wie ich bereits erwähnt habe, verliert das Array bei einem Ausfall des Controllers seine Funktionalität und Sie verlieren den Zugriff auf Ihre Daten. Um das RAID wiederherzustellen, benötigen Sie genau denselben Controller, mit dem Sie das ausgefallene RAID in der alten Konfiguration ohne Datenverlust wiederherstellen können. Sie können auch versuchen, ein anderes Modell eines kompatiblen Controllers zu verwenden, der in der Lage ist, die Konfiguration eines Drittanbieters zu übernehmen und das RAID wiederherzustellen. Sie müssen sich jedoch gründlich mit dem Problem vertraut machen, bevor Sie fortfahren, da der falsche Schritt die Wiederherstellung noch schwieriger machen kann. Wenn Sie den Controller nicht ersetzen können oder wenn Sie nicht in der Lage sind, ein ausgefallenes RAID wieder zusammenzusetzen, können Sie das spezialisierte Wiederherstellungsprogramm Hetman RAID Recovery verwenden. Das Dienstprogramm unterstützt alle gängigen RAID-Typen, die meisten RAID-Systeme und verschiedene Arten von Arrays sowie eine breite Palette von RAID-Controller-Modellen. Um die Datenwiederherstellung durchzuführen, müssen Sie die Laufwerke an die Hauptplatine eines Windows-PC anschließen. Wenn es sich um SAS-Laufwerke handelt, benötigen Sie spezielle Adapter oder zum Beispiel einen HBA-Controller, mit dem Sie die Laufwerke direkt anschließen können oder die RAID-Technologie zu verwenden.
Wenn Sie die Festplatten über einen RAID-Controller anschließen, der die direkte Montage von Laufwerken unterstützt, müssen die alte Konfiguration im BIOS löschen, um sie nun zu Non-RAID zu machen. Dies kann den Wiederherstellungsprozess erschweren, da der Anfang der Festplatte gelöscht wird, der die Informationen zur Bestimmung der RAID-Einstellungen enthält. Bei einem HBAN-Controller können die Laufwerke direkt angeschlossen werden, ohne die RAID-Konfiguration zu löschen. Sobald die Laufwerke angeschlossen sind, prüfen Sie, ob die Software alle Laufwerke sieht. Wenn nur ein Teil der Laufwerke sichtbar ist, öffnen Sie die Datenträgerverwaltung und sehen Sie sich die auf dem System angezeigte Liste an. Wenn das System nicht alle Laufwerke anzeigt, müssen Sie die einzeln anschließen, ein Disk-Image erstellen und dann von den Image wiederherstellen. Um ein Disk-Image zu erstellen, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und wählen Sie Laufwerk Speicher. Vergewissen Sie sich, dass das Kontrollkästchen vollständig Speicher aktiviert ist. Weiter. Speichern auf Festplatte und geben Sie den Pfad an, in dem das Abbild gespeichert werden soll. Sie können hier auch einen Netzwerkordner angeben. Nachdem Sie die Abbilder der einzelnen Datenträger gespeichert haben, müssen Sie sie in das Programm einbinden. Klicken Sie auf das Menü Tools, Mount Disk, Re-Image. Wählen Sie die Laufwerke aus und klicken Sie auf Open. Die Software erstellt automatisch ein RAID aus den Images, genau wie bei den physischen Laufwerken. Markieren Sie es und überprüfen Sie die Parameter unten, um zu sehen, ob die Software es korrekt erstellt hat. Hier sind die Parameter, die wir bei der Erstellung des Arrays angehalten haben. Wenn das Programm das Array korrekt erstellt hat, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Partition und wählen Sie hier Öffnen. Stellen Sie den Sichttyp auf Schnellsuche oder vollständige Analyse ein. Für die meisten einfachen Situationen ist eine Schnellsuche ausreichend. Wie Sie sehen können, hat die Software problemlos ein RAID aus den gespeicherten SAS-Festplatten-Image erstellt und alle Dateien gefunden, die auf dem Festplatten-Array gespeichert waren. Sie hat auch die zuvor gelöschten Dateien gefunden, die hier mit einem roten Kreuz markiert sind. Sie können deren Inhalt im Vorschaufenster sehen. Markieren Sie die Dateien, die Sie wiederherstellen möchten, und klicken Sie auf die Schaltfläche Wiederherstellen. Geben Sie dann den Pfad an, in dem Sie die Dateien speichern möchten, Laufwerk, Ordner, Wiederherstellen. Wenn Sie fertig sind, befinden sich alle Dateien im angegebenen Verzeichnis. In manchen Situationen kann die Software das RAID nicht automatisch erstellen. Dies kann darauf zurückzuführen sein, dass die Serverinformationen auf den Festplatten gelöscht wurden und das Programm die Parameter des zerstörten RAIDs nicht ermitteln kann. Für solche Fälle verfügt die Software über eine manuelle RAID-Erstellungsoption. Diese Option hilft Ihnen, ein RAID zu erstellen, wenn Sie den Anfang der Festplatte gelöscht haben. Sie müssen die RAID-Parameter kennen, um diesen Aufbau durchzuführen. Öffnen Sie den Builder. Erstellen Sie manuell. Dann müssen Sie die Parameter, RAID-Level, Programmfolge und Größe angeben. Fügen Sie die Festplatten hinzu, aus denen er zusammengesetzt wurde. In manchen Situationen müssen Sie den Offset angeben, an dem der Anfang der Festplatte liegt. Geben Sie dann die Reihenfolge der Laufwerke an. Füllen Sie alle bekannten Parameter unten aus. Sie sollten ein RAID sehen. Wenn die Parameter korrekt angegeben sind, sollten Ordner angezeigt werden. Klicken Sie auf Hinzufügen und es wird sofort im Datenträgermanager angezeigt. Führen Sie dann die Analyse durch. Suchen Sie nach Dateien und stellen Sie die benötigten wieder her. Die Wiederherstellung von Daten nach dem Ausfall eines RAID-Controllers
ist eine Aufgabe, die besondere Aufmerksamkeit erfordert. Wenn Sie sich Ihrer Fähigkeiten nicht sicher sind, sollten Sie sich an einen Fachmann wenden, da jede unsachgemäße Maßnahme die verbleibenden Daten auf den Laufwerken unwiederbringlich vernichten kann. Ich hoffe, dass unsere Ratschläge und Tipps Ihnen dabei helfen werden, den Zugriff auf Ihre wichtigen Daten wiederherzustellen und den Verlust zu minimieren. Und das war's. Ich hoffe, dieses Video war für Sie nützlich. Denken Sie daran, dieses Video zu liken. Vergessen Sie nicht, unseren Kanal Hetman Software zu abonnieren. Stellen Sie Ihre Frage in den Kommentaren unter dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.